Halloweenos, dass du extra gekommen bist, finde ich toll. Na, denkt ihr, ich lasse mir euer Kostümfest heute entgehen? Davon sprechen doch alle, sogar bei uns. Es werden auch wieder viele Gäste erwartet, das wird richtig lustig. Außerdem ist bisher, wenn ich hier war, immer etwas Aufregendes passiert. Erwarte bloß nicht zu viel, das wird nur ein Kostümfest. Halloweenos hat recht, bisher ist jedes Mal was passiert. Das fällt mir jetzt auch auf. Aber diesmal nicht, diesmal soll es einfach nur richtig schön werden. Dann treffen wir uns kurz vor Beginn vor dem Eingang. Ach, das gibt heute eine fette Beute. Und die werden alle so beschäftigt sein, da merkt keiner was. Ja, wir sacken ein, was wir kriegen können. Und dann ab durch die Mitte. Meint ihr, Pico und Bella dürfen auch rein? Klar, die gehören doch dazu. Und wir haben sie extra verkleidet. Jedenfalls habt ihr euch dieses Jahr echt Mühe gegeben. Ihr seht alle toll aus. Man tut, was man kann. Und das, obwohl ihr da überhaupt nicht talentiert seid. Na dann, nichts wie rein. Das ist ja hier toll geschmückt. Ja, der Saal ist perfekt geschmückt und dann diese verrückten Verkleidungen. Ich erkenne die Leute alle gar nicht wieder. Liebe Bürger von Burgenland, ich darf euch alle herzlich zu unserem diesjährigen Kostümfest begrüßen. Ich bin sicher, dies wird eine wunderbare Nacht. Zum Ende des großen Festes küren wie wir immer das schönste Kostüm. Auf den Gewinner wartet ein außergewöhnlicher Preis. So genießt denn Speis und Trank und amüsiert euch bei schöner Musik. Das Kostümfest ist hiermit feierlich eröffnet. Was haltet ihr davon, wenn wir erstmal etwas essen? Gute Idee, es gibt heute so leckere Sachen. Habt ihr schon gesehen, dass hier auffällig viele Räuber rumlaufen? Mal bloß den Teufel nicht an die Wand. Genau, heute wollen wir einfach nur feiern. Halloweenos, tanzt du nachher mit mir? Klar, Adelheid, mit dir doch immer. Wenn er mit dir tanzt, wird er bestimmt richtig aufblühen. Und was ist mit mir? Vielleicht opfert sich Harald. Ich muss erst mal was essen und das kann dauern. Typisch, aber denke ja nicht, dass du dich drücken kannst. Schaut mal, hier sind sogar Seeräuber unterwegs. Und der Kosake da drüben, der sieht auch lustig aus. Das glaube ich jetzt nicht. Pico hat die Würste vom Tisch geklaut. Hoffentlich hat das keiner gesehen. Liebe Bürger von Burgenland, etwas Wichtiges habe ich noch vergessen. Auch in diesem Jahr haben wir wieder eine Überraschung im Saal versteckt. Die ist mit einem roten Band gekennzeichnet. Findet es einer von euch, so darf er es behalten. Oh, wie schön. Adelheid, weißt du noch, im letzten Jahr war es ein ganz toller Hut, verziert mit einem dicken Perlenband. Ja, zum Glück habe ich den nicht gefunden. Na, dann wären wir ja in diesem Jahr mal dran, oder? Wir müssen vorsichtig sein. Da stehen auch Wachen rum. Keine Sorge, wir sind doch geübt. Mein Sack wird voll werden. Halloweenos, tanzen wir? Gerne, Adelheid. Adelheid, das ist gut. Na komm, ich will mal nicht so sein. Ein Tänzchen schaffe ich. Pico, was hast du denn? Ist was? Pico, du bist genial. Ich habe doch gesagt, dieses Mal sind wir dran. Pico hat es gefunden. Ich habe noch nie einen Hund mit einem Schwert gesehen. Pico hat bestimmt nichts dagegen, wenn Harald es behält. Diebe, Diebe, meine Kette ist weg. Meine Hutnadel auch. Wo ist mein Armband? Da hinten, da rennen zwei. Los, hinterher. Verdammt, die waren zu schnell. Psst. Vielleicht hören wir noch was. Los, schnell hinterher! Wen haben wir denn da? Kommt raus, ihr Diebe! Wir haben gar nichts. Lasst uns! Wir gehen hier nur so spazieren. Los, her mit den Säcken! Jetzt schaut euch das mal an. So was Dreistes, die Leute einfach zu bestehlen. Das gehört alles uns. Du trägst also Ketten? Das kannst du deiner Oma erzählen. Los, geht vor. Wir bringen euch dahin, wo ihr hingehört. Nein, bloß nicht. Nein, nicht doch nur. Nicht, nein, wir wollten doch nur. Dass es in diesem Jahr ausgerechnet ein Schwert war, was du dann gleich danach so gut gebrauchen konntest, ist doch der Hammer. Und dass dann noch Pico es gefunden hat. Mich wundert es nicht. Pico ist der Hund mit der besten Spürnase. Und, was habe ich vorhin gesagt? Hier laufen heute auffällig viele Diebe rum. Das ist ja heute eine aufregende Nacht.
Diebe nahmen euch Kostbares und nun ist dank unserer Freunde alles wieder da. Das freut uns alle außerordentlich. Wir kommen nun zum Höhepunkt dieses Festes. Der diesjährige Preis für das schönste und ausgefallenste Kostüm geht in diesem Jahr an Sieglinde. Ein Hut, ich schlag mich schlapp. Also heute ist wirklich jeder auf seine Kosten gekommen. Ist es nicht herrlich, einfach so faul in der Sonne zu liegen? Oh ja, und einfach nichts tun. Das Gras duftet, die Glocken läuten, wunderbar. Simon, vergiss nicht, dass wir nachher noch zum Bauern müssen, den Stall ausmisten. Und er hasst es, wenn wir unpünktlich sind. Du hast es wirklich drauf, einem das Faulsein zu verderben. Nanu, wo ist denn Sieglinde? Eben lag sie doch noch hier. Sie ist nirgends zu sehen. Das ist aber seltsam. Typisch Sieglinde. Sie kann nicht mal 10 Minuten still liegen. Sieglinde! Mir wird es sowieso zu warm hier in der Sonne. Kommt, wir schauen mal, wo sie steckt. Noch so ein unruhiger Geist. Sieglinde, wo steckst du? Bitte vergesst nicht, dass wir eigentlich in die andere Richtung gehen müssen. Na, ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Sei nicht so lauffaul. Außerdem sagt mir mein Gefühl, dass sie hier lang gelaufen ist. Dein Gefühl? So, so. Kommt, wir gehen ein Stück in den Wald rein. Vielleicht finden wir sie. Hallo, du Süßer. Nun komm schnell runter. Komm, komm. So einen Vogel wie dich habe ich hier noch nie gesehen. Ich könnte wetten, du bist irgendwo entflogen. Komm, komm her. Na gut, kommst du nicht zu mir, komm ich zu dir. Eben war er doch noch da. Er ist doch in die Richtung geflogen. Ach nee. Schau an, schau an. Wen haben wir denn da? Sie hat das bunte Huhn. Da lauft ihr hier wie die Blöden mit diesem Netz rum und dazu dämlich diesen verdammten Vogel einzufangen? Und die steht einfach hier und hat ihn auf der Hand? Was seid ihr für Idioten? Chef, das Huhn ist doch immer weggeflogen. Ja, Chef, wir haben ja wirklich alles versucht. Und was machst du hier? Wer bist du? Das geht euch gar nichts an. Hört, hört. Und frech wird sie auch noch. Los, nun sag schon. Ich denke gar nicht dran. Da könnt ihr warten, bis ihr schwarz werdet. Der Spaß wird dir schon noch vergehen. Ich glaube, die habe ich schon mal gesehen. Ja, ich auch. Die kommt von hier. Nun labert hier nicht rum. Nehmt endlich das Netz und fangt sie beide ein. Sieglinde, wo steckst du? Was machen wir jetzt? Sieglinde ist ja kein kleines Kind mehr. Bestimmt sitzt sie schon auf dem Marktplatz und trinkt einen Saft. Den könnte ich jetzt auch gut vertragen. Ohne uns vorher Bescheid zu sagen, das glaube ich nicht. Lasst uns wenigstens noch ein Stück in den Wald laufen. Schaut mal da hinten. Die Räuberbande. Und sie scheinen ein großes Netz dabei zu haben. Fische sind da wohl eher nicht drin. Oder gibt's hier einen See? Ich ahne Schlimmes. Los, hinterher. Los, packt sie darauf. Du setzt dich dazu, damit sie nicht wegrennt. Und was machen wir dann mit der? Kommt Zeit, kommt Rat. Erst einmal reiten wir zu unserem Versteck. Los, macht schon. Mist, die haben einen Wagen dabei. Wir müssen hinterher. Zu Fuß. Was bleibt uns anderes übrig? Ich hoffe, wir verlieren ihre Spur nicht. Hört ihr diesen Vogel? Sie scheinen einen großen Vogel dabei zu haben. Das könnte uns die Verfolgung leichter machen, auch wenn wir nicht so schnell sind wie die. Da schnappen sie sich Sieglinde und haben noch einen großen Vogel dabei? Das ist mir ein Rätsel. Wir werden dieses Rätsel hoffentlich lösen. Kommt. Chef, was machen wir jetzt mit den beiden? Was wir mit dem Vogel machen, wissen wir. Den bringen wir zu König Weißbart und holen uns die Belohnung. Wir wissen doch gar nicht, wie hoch die Belohnung ist. Ist es nicht besser, wir braten ihn gleich? Genau, das ist ein großes Vieh. Da ist eine Menge Fleisch dran. Wir reiten zur Burg von König Weißbart und holen Informationen ein. Dieser Vogel sieht kostbar aus. Und immerhin haben wir ja schon erfahren, dass sie ihn suchen. Der wird denen schon was wert sein. Ein Huhn was wert? Das ist kein Huhn. Verdammt. Was bist du, Blöde? Ihr packt sie erstmal beide in den Verschlag dort. Ja, Chef. Wir reiten zur Burg. Ihr zwei passt auf die beiden auf. Was wir mit ihr machen, werden wir uns nachher noch überlegen. Los, kommt. Ich wäre ja lieber mit zur Burg geritten. Immer muss ich aufpassen. Mich stinkt das auch an. Und dann noch dieser quakende Vogel. Quaken? Dann ist es vielleicht doch eine Ente. Ente könnte sein, aber mit so einem großen Schnabel? Also, für eine Ente gibt's bestimmt keinen hohen Finderlohn. Das glaube ich jetzt nicht. Sie klingen in einem Verschlag. Eingesperrt mit einem Vogel? Was hältst du davon, wenn ich ein Nickerchen mache? Reicht ja wohl, wenn einer aufpasst. Ja, wir wechseln uns ab.
Die sind ja sowieso gut weggeschlossen. Was machen wir jetzt? Am besten, wir warten ab. Was Besseres fällt mir jetzt auch nicht ein. Hier tut sich ja gar nichts. Das stinkt mich jetzt echt an. Diese verdammte Rumhockerei. Ich lege mich auch hin. Die pennen beide. Wir schleichen uns ran. Kommt. Oh Mann, schnell zurück. Los, nochmal. Aber ganz leise. Was macht ihr denn hier? Sag uns lieber, was du hier machst. Aber wirklich, unmöglich. Da liegen Schlüssel. Ja, da ist der Schlüssel für das Schloss dabei. Woher wusstet ihr, dass ich hier bin? Das hast du Adelaide zu verdanken. Sie hatte so ein Gefühl. Kommt, wir nehmen den Vogel mit. Schnell, weg hier. Ja, als die mich in dem Netz auf den Wagen packten, dachte ich echt, jetzt ist alles aus. Ich hatte richtig Angst. Und dann noch mit diesem Vogel. Du Arme, aber irgendwie bist du auch selbst schuld. Wieso denn? Wisst ihr überhaupt, was das für ein Vogel ist? Nein, so einen habe ich noch nie gesehen. Na los, Harald, spuck schon aus. Wartet mal. Wie heißen die noch? Ach ja, Tukan. Das ist ein Tukan. Ein Tukan? Der gehört zur Familie der Spechtvögel. Und er kommt von einem anderen Kontinent. Harald, wir sind wieder mächtig beeindruckt. Aber wirklich, Harald. Spechtvogel? Wie klopft man denn mit so einem komischen Schnabel? Das geht doch gar nicht. Offensichtlich geht's doch. Sonst wäre es ja kein Spechtvogel. Na also, der kleine Ausflug hat doch was gebracht. 150 Dukaten? Das lohnt sich doch. 150 Dukaten, nicht schlecht. Das gibt ein tolles Gelage. Los, kommt. Wir bringen ihn sofort zu diesem Weißbad. Chef, hä? Die pennen. Ey, ihr Säcke, was macht ihr hier? Liegt ihr hier rum und pennt? Wo sind die beiden? Wo ist der Vogel? Komisch, eben waren sie noch da. Ich fasse es nicht. Und mit solchen Schwachköpfen umgebe ich mich? Die waren eben wirklich noch da, Chef. Wir können nichts dafür. Ihr könnt nichts dafür? Was seid ihr für Idioten? Und was ist das für ein Grünzeug da im Verschlag? Hä? Keine Ahnung. Ich fasse es nicht. Eure Majestät, Sie haben Besuch aus dem Burgenland. Sie bitten dringend um Einlass. So lasst sie denn vor. Verehrter König Weißbart, wir bringen euch euren Vogel wieder. Nein, welch große Freude. Mein kleiner Odin ist wieder da. Das ist wirklich eine wunderbare Überraschung. Wo habt ihr ihn denn gefunden? Im Wald. Die Räuber nahmen ihn mit. Wie schrecklich. Und Sieglinde wurde von diesen Halunken sogar gefangen genommen. Wie gefährlich. Das müsst ihr mir jetzt alles in Ruhe erzählen. Die 150 Dukaten Finderlohn stehen euch in jedem Fall zu. Das ist sicher. Ich bin so froh. 150 Dukaten? Wirklich 150 Dukaten? Wisst ihr überhaupt, welch kostbarer Vogel mein Odin ist? Ich zeige euch gleich mal mein großes, einzigartiges Lexikon. Das ist ein Tukan. Nanu, na sowas. Also, da staune ich jetzt aber wirklich. Woher wisst ihr denn so etwas? Ach, wir haben unser wandelndes Lexikon doch immer dabei. Ha, ha. Sieglinde, das müssen wir uns gut überlegen. Klar, aber warum sollten wir das nicht machen? Na, ich weiß ja nicht. Was gibt es denn so Wichtiges, dass wir sogar zu dir nach Hause kommen müssen? Dreimal dürft ihr raten. Es geht natürlich immer noch um diese zweite Schatzkarte. Die Karte, die wir im Keller von diesem Geisterhaus gefunden haben etwa? Ja, genau die. Ich habe mich mal umgehört. Viele erzählen von diesem Schatz am Kastanieneck. Die Alten erinnern sich ganz genau. Alles schön und gut, aber was ist nun mit dieser Hexe Grundella? Naja, das ist wirklich das einzige Problem. Sieglinde, das ist ein großes Problem. Grundella? Ist das nicht diese durchgeknallte Alte? Angeblich hat sie den Wald dort verhext. Vielleicht kann sie ja nicht wirklich hexen. Aber sie soll zumindest verrückt und gefährlich sein. Ja, ja, was die Leute halt so reden. Und dass du auch gehört hast, dass dort schon Leute einfach verschwunden sind, das erzählst du jetzt nicht. Echt? Wirklich verschwunden? Naja. Ja, das habe ich auch gehört. Aber die Leute reden viel, wenn der Tag lang ist. Hört ihr? Man muss das nicht alles glauben. Ich möchte da jedenfalls nach dem Schatz suchen. Hexe hin, Hexe her. Also wenn das so wichtig für Sieglinde ist, dann sollte sie das tun. Allerdings nicht alleine. Haben wir wirklich alles dabei, was man so braucht? Schaufeln, Laternen, einen großen Sack und noch einiges mehr. Wetten? Wenn es soweit ist, wird bestimmt das Wichtigste fehlen. Simon! Na Simon, dafür haben wir ja dich dabei. Diese Karte zeigt dir noch einen Felsen und an dem müssen wir dann rechts vorbei. Das ist da vorne. Dann sind wir ja bald da. Schaut mal, zwei kleine Waschbären, sind die süß. Jetzt wird der Wald dunkler und man hört auch viel mehr Vögel.
Oh oh, eine Krähe. Das ist kein gutes Zeichen. Wieso das denn? Krähen symbolisieren das Unglück. Simon, jetzt hör aber mal auf. Na, wir müssen ja nicht dran glauben. Schaut, hier sind Kastanien. Und da, da hinten. Da steht ein Haus, ganz verlassen. Komm, wir gehen mal zu Fuß hin, damit wir nicht so auffallen, falls da jemand wohnt. Das sieht schon irgendwie unheimlich aus. Und da stehen ganz komische Sachen rum. So, schaut, da kommt jemand raus. Das Süppchen anrühren, 2 Tassen Löwenzahnmilch, 3 Mäusezähne, etwas Eichelmehl und noch, na, wo hab ich es denn hier? Ein Rattenschwanz. Das ist bestimmt Grundella. Alles gut verrühren, dann eine Stunde ziehen lassen. Eine Stunde Krötenfuß, gleich wird es zu Mousse. Eine Stunde Mäusebein, dann wird das Süppchen fertig sein. Mäusezähne? Rattenschwanz? Ist das widerlich. Hoffentlich lädt sie uns nachher nicht zum Essen ein. Und die Ratte da, eklig. Irgendwas fehlt da noch. Wie steht es doch in meinem Buch? Ach hier, 2 Blätter vom Steinwurz. So. Die ist wirklich ziemlich verrückt. Kommt, wir gehen zu unserem Wagen zurück. Wir sollten alles besprechen. Diese Grundella ist mir wirklich unheimlich. Ach, die ist nur ein bisschen seltsam. Und wenn sie hier schon so lange lebt, wird sie sicher wissen, wo der Schatz ist. Na dann, mutige vor. Adelheid, wir bekommen das hin. Wir beide gehen zu ihr und fragen sie einfach. Und sie wird ausgerechnet uns erzählen, wo der Schatz versteckt ist. Mit List bekommen wir es heraus. Dann versucht es. In jedem Fall werden wir aus sicherer Entfernung alles beobachten. Ach, und übrigens, guten Appetit. Nanu, wo ist denn das Krötenbein? Ich habe es doch vorhin hier hingelegt. Guten Tag. Nanu, Besuch? Wo kommt ihr denn her? Durch den Wald. Wir sind durch den Wald gelaufen. So, so. Wie auch sonst. Und was wollt ihr hier? Eigentlich gar nichts Besonderes. Nichts Besonderes? Du wohnst hier ganz alleine? Sieht man das nicht? Nein, wie denn auch? Du Naseweiß, ziemlich kess. Ja, ziemlich kess. Kannst du verstehen, was sie da reden? Kaum. Die Vögel sind so laut. Und dann noch diese vielen Krähen. Also Mut hat sie. Das muss man sie gelinde lassen. Wir entdeckten euer Haus. Da wollten wir nur mal gucken, wer hier wohnt. Jetzt wisst ihr es. Ich wohne hier und ihr stört mich. Ich mische gerade einen neuen Zaubertrank. Einen Zaubertrank? Aha. Hugin sagt mir gerade, dass ihr etwas Bestimmtes von mir wollt. Er sagt, ihr seid wegen des Schatzes hier. Du verstehst, was der Rabe sagt? Hier, trinkt diesen Saft. Holundernektar mit Krötenaugen. Dann versteht ihr Hugin auch. Was reden die da? Simon, hörst du das auch? Klingt nach. Da muss ein Wildschwein sein. Ziemlich dicht hinter uns. Schau da, ein riesiger Keiler. Los, lass uns schnell abhauen. Ihr Naseweise, ihr wollt also wirklich wissen, wo der Schatz ist? Nun, ich könnte es euch verraten. Wollt ihr es wirklich wissen? Ja. Ja. Auch wenn ich euch warne und euch sage, dass dieses Wissen um diesen geheimnisvollen Ort bisher niemand hier rausgetragen hat? Ja. Gut, ihr trinkt jetzt noch jeder 2 Schlucke von diesem Saft und dann werde ich es euch verraten. Das war jetzt wirklich in letzter Sekunde. Der Keiler war ja riesig und verdammt aggressiv. Soll ich dir was sagen? Mir zittern richtig die Knie. Mir erstmal. Komm, lass uns beide zurücklaufen. Und schauen, ob die beiden etwas herausgefunden haben. Wo sind sie denn? Die beiden sind weg. Hugin, das hast du gut gemacht. Ich hätte es nicht so schnell gemerkt. Guter Hugin. Jetzt wissen sie zwar, wo der Schatz ist, aber es wird ihnen nichts mehr nützen. Verstehst du, was sie sagt? Nur Bruchstücke. Schatz wird ihnen nichts nützen. Ich glaube, da ist etwas passiert. Oder es wird schon dunkel. Wir müssen etwas tun. 2 kleine Püppchen, morgen gibt es Süppchen, Gänsefuß und Krötenbein. Das wird richtig lecker sein. Am besten wir warten, bis es ganz dunkel ist. Ja, solange bis Grundella schläft. Dann suchen wir nach den beiden. Richtig lecker sein. Hier riecht es irgendwie nach faulen Eiern. Und nach Kräutern. Seltsame Mischung. Guck mal, hier liegt eine Schlange. Aber sie ist tot. Und ein Skorpion. Der ist auch tot. Grundella scheint eine Vorliebe für exotische Zutaten zu haben. Ja, was sie alles so in ihren Topf wirft. Widerlich. Und hier, guck mal in den Eimer. Grüner Schleim mit Augen. Sind das etwa Krötenaugen? Hallo. Hallo. Könnt ihr uns hören? Hallo, seid ihr das? Hörst du das? Das sind die beiden. Es kommt von da drüben. Gott sei Dank. Wir dachten schon, ihr kommt gar nicht mehr. Was macht ihr denn da drin? Also du kannst Fragen stellen. Wo habt ihr denn die ganze Zeit gesteckt? Da war so ein riesiger Keiler. Und dann wart ihr plötzlich weg. Seid ihr als Zutat für ein neues Süppchen gedacht? Simon, wirklich sehr komisch. Holt uns lieber schnell hier raus. Na, bei all dem Horror hier wird ja wohl ein kleiner Spaß erlaubt sein. Diese Grundella ist das Gemeinste, was mir je begegnet ist. Die ist ja völlig verrückt. Wir mussten etwas Komisches trinken. Und was dann passierte, wissen wir nicht. Stellt euch vor, Holundernektar mit Krötenaugen. Im Ernst? Igitt. Aber wir wissen, wo der Schatz ist.
Wir haben Hugin verstanden. Hugin? Das ist der Rabe von Grundella. Ihr habt einen Raben verstanden? So weit ist es schon gekommen. Hasenfuß und Hühnerzeh, wer stört mich da? Lasst uns bloß schnell abhauen. Lorchenschwanz und Gänseauge. Los, Hugin, schau nach. Rattenzeh und Schlangenzahn, das gibt's doch nicht. Verdammt, ihr frechen Gören. Hasenfuß und Hühnerzeh. Na, wartet. Nein, nein, Rattenschwanz und Mäusezahn. Na, wartet. Ihr entkommt mir nicht. Ach, sowas habe ich ja noch nie erlebt. Das sagen wir doch. Die ist total verrückt. Kommt, wir reiten schnell zum Felsen. Ihr wisst schon, da, wo wir gestern rechts abgebogen sind. Hört ihr das? Bei Grundellas Haus ist der Teufel los. Nee, er die Hexe. Da ist Hugin. Er ist nicht so böse, wie er aussieht. Schließlich hat er uns alles verraten. Kommt, wir holen jetzt den Schatz. Dieser Hugin ist uns bis hierher gefolgt? Wenn das Grundella wüsste, sie würde ihn garantiert rupfen. Und in die nächste Suppe werfen. Hier muss es sein. Gib mal die Schaufeln her. Da ist was. Eine Tasche. Na, wer sagt's denn? Jetzt wird's spannend. Nun macht sie schon auf. Münzen und Ketten und... Und noch eine Karte. Ist das nicht toll? Jetzt können wir wieder... Oh nein, nicht noch einmal. Aber ohne mich. Haben wir nicht ein Glück mit dem Wetter? Aber wirklich, so ein Picknick an der Sonne hat schon was. Komm, wir nehmen uns noch Kuchen, den habe ich doch gestern extra noch gebacken. Schau mal da, drei Dachse. Die wollen uns Kuchen klauen. Hey, nicht, weg! Sowas Freches. Wäre ja auch noch schöner. Guck mal, wie sie rennen. Gleich sind sie hinter dem Felsen verschwunden. Komm, wir gucken mal, wo sie jetzt stecken. Guck mal, da ist eine Höhle. Komm, mal sehen, wie groß die ist. Zum Glück fällt hier Licht rein. Hier wächst sogar noch was, obwohl der Boden so trocken ist. Hier liegt Holz rum. Das muss irgendjemand hierher gebracht haben. Irgendwie unheimlich. Ja, unheimlich schön, unheimlich. Und da steht was. Eine Truhe. Hier in dieser Höhle, das ist ja seltsam. Komm, wir machen sie mal auf. Das schaffen wir nicht. Der Deckel klemmt. Da bräuchten wir Werkzeug. Ja, das Ding nehmen wir erstmal mit. Ja. Das war doch eine fette Beute. Adelheid, ich ahne Schlimmes. Die Halunken, komm schnell, wir verstecken uns. Dann kann er endlich wieder mit uns saufen. Da steht sie. Wir werden das Zeug am See zwischenlagern. Da ist eine alte Hütte. Da ist sie erstmal sicher aufgehoben. Wie die Mönche sich wieder geziert haben. Jedes Mal das gleiche Theater. Und wie die beiden über ihre eigenen Kutten gestolpert sind. Das war doch zu komisch. Ja, wie die da lagen und zeterten. Ihre Glatzen leuchteten wie Gänseeier. Ja, wirklich. Wie frisch gelegte Gänseeier. Jetzt labert hier nicht rum. Pack endlich mit an, damit wir das hier zu Ende bringen. Los. Die ist schwer, Chef. Boah, ist die schwer. Na, da ist ja auch viel drin. Schon allein die Kerzenleuchter wiegen so einiges. Alles aus purem Gold. Uff, die wiegt was. Los, hebt sie auf den Kopf. Nun passt doch los, auf. Damit. Was stellt ihr euch wieder so dämlich an? Los, rauf damit. Na also, geht doch. Ich glaub, euch fehlt mal wieder ein ordentliches Bier, damit ihr ein bisschen Mumm in die Knochen bekommt. Sie klingeln, wir haben wieder die Mönche überfallen. Los, das geht. Ist ja wirklich unglaublich. Na, das ist ja wieder mal ein Ding. Seid froh, dass sie nicht noch euren Kuchen gegessen haben. Mann, ihr macht Sachen. Ihr habt so ein Glück gehabt. Die hätten euch erwischen können. Was können wir denn schon wieder dafür? Eben, darf man jetzt nicht mal mehr ein Picknick machen? Euch kann man echt nicht alleine losgehen lassen. Ihr seid auch nicht besser. Und was machen wir jetzt? Na was wohl? Wir schauen uns die Kiste mal an. An einem See, sagtet ihr? Da gibt's einen. Da steht eine alte Hütte. Dann reiten wir am Abend dahin. Ihr sagtet, die Halunken hätten sie dort untergebracht. Das bedeutet, dass sie nicht dort sind. Ja, so haben wir das verstanden. Na dann steht unserem Ausflug an diesen See nichts im Wege. Werkzeug haben wir dabei. Das Ding bekommen wir schon auf. Vorausgesetzt, wir finden die Truhe überhaupt. Jedenfalls haben wir Laken mitgenommen. Da können wir alles reintun. Das muss ja auch schwer sein. Dann kann jeder was nehmen. Ihr tut ja gerade so, als hätten wir die Truhe schon vor uns. Da vorne ist der See. Kommt, wir lassen unsere Pferde hier im Gebüsch stehen. Sieht ja richtig romantisch aus. Wie wäre es jetzt mit einem nächtlichen Picknick am See? Ja, aber leider haben wir keinen Kuchen dabei. Psst, ich höre was. Nun mach doch schon. Ja. Ich versuch's ja die ganze Zeit. Was machen die denn hier? Ich glaube, da sind zwei schneller gewesen als wir. So ein Mist. Ja, aber die gehören nicht zur Räuberbande. Wir bekommen dieses Mistding nicht auf. Nicht ohne Werkzeug. Komm, lass uns schnell zu unserem Karren gehen. Ich glaube, da haben wir eine Brechstange. Vielleicht auch irgendwo eine Eisenstange. Ja, komm.
Die Frage ist, ob wir jetzt schneller sind als die. Also begegnen möchte ich denen jedenfalls nicht unbedingt. Lass es uns versuchen. Außerdem sind wir zu viert. Na dann los, aber ganz schnell. Komm, Simon, wir hebeln das mit den Spaten auf. Breitet schon mal die Tücher aus. Donnerwetter. Ich glaube, im Kloster gibt es keinen einzigen Leuchter mehr. Und Teller auch nicht. So, mit dem Werkzeug werden wir das Mistding jetzt aufbekommen. Los, pack mal mit an. Der Deckel geht doch ganz leicht auf. Verstehe ich nicht. Eben hat's doch geklemmt. Die Truhe ist leer. Ich glaub's ja nicht. Oh Gott, der schwarze Ritter. Oh Mann, haben wir ein Glück gehabt. Und gerade war sie so schwer, dass man sie nicht mal anheben konnte. Ich werde verrückt. Dodo, ihr werdet verrückt. Was macht ihr da? Wir haben die Truhe hier gefunden. Da wollten wir nur... Da wolltet ihr nur... Da wolltet ihr die einfach leer machen? Euch einfach bedienen? Ja, wir dachten, wir könnten... Mich interessiert nicht, was ihr denkt oder könnt. Ich fasse es nicht. Die Truhe ist ja leer. Ja, und gerade eben war sie noch verschlossen und schwer. Wir haben nichts damit zu tun, ehrlich. Wie lange seid ihr schon hier? Verdammt, nun spuckst schon auf. Seit einer halben Stunde vielleicht. Wir mussten ja zwischendurch weg, um Werkzeug zu holen. Leute, diese Idioten haben damit nichts zu tun. Hier muss jemand anderes seine Finger ins Spiel haben. Ja, verdammt. Sucht alles ab, lasst keine Stelle aus. Ja, Chef. Und sucht die Büsche ab. Diese Schweine kriegen wir, koste es, was es wolle. Die werden den Tag noch verfluchen, an dem sie geboren wurden. Los, komm, wir gucken hier mal nach. Oh Gott, die kommen hierher. Ganz still, bewegt euch nicht. Hier stinkt's nach einem Gaul, aber ich sehe nichts. Sucht alles ab, lasst keinen Strauch aus. Die müssen irgendwo hocken, diese Mistbande. Ja, ich riech's auch. Mist, es ist zu dunkel. Sind in dem Schuppen nicht Laternen gewesen? Ja, komm, wir holen die schnell. Macht ja keinen Sinn, blind in dem Gebüsch rumzustochern. Oh Mann, meine Nerven. Es wird höchste Zeit, dass wir von hier verschwinden. Los, bloß schnell, aber ganz leise. Ach, wir sind so froh, dass alles so gut ausgegangen ist. Wir haben ein großes Problem mit diesen Räubern. Ja, das höre ich des Öfteren. Verehrter Benedikt, ich werde euch in der nächsten Zeit einige Wachen zur Seite stellen. Zu eurem Schutz. Außerdem solltet ihr darüber nachdenken, eure Klostermauern besser zu schützen. Ich danke euch. Ja, das werden wir sicher tun. Und euch Vieren soll ich zum großen Dank dieses hier überreichen. Ein Paket von unseren Mönchen aus der Klosterküche. Lasst euch überraschen. Jedenfalls hatte ich noch nie in meinem Leben solche Angst. Sieglinde, das sagst du auch jedes Mal. Bei Sieglinde gibt's eben immer noch Steigerung. Offensichtlich ins Unermessliche. Wisst ihr, das hätte auch alles schief gehen können. Wir hatten einfach nur richtig Glück. Allerdings, ich mache bei sowas nicht mehr mit, meine Nerven. Adelheid, das sagst du jedes Mal. Wie Harald schon sagt, wir hatten eben richtig Glück. Und jetzt haben wir leckeren Kuchen, Früchte und Brot. Ein Glück, dass die Mönche sich mit so leckeren Sachen bei uns bedankt haben. Jedenfalls lobe ich mir ein Picknick auf einer grünen Wiese, wo es keine Höhlen gibt. Schaut euch das an. So was Verfressenes. Pico hat die ganze Wurst geklaut. Er frisst jetzt die Belohnung, obwohl er gar nicht dabei war. Typisch.